So eine Kreatur kannst du nicht unter normale Menschen lassen, das sage ich dir. Leg die Waffe hin, Junge! Ich glaube, wir haben ein Problem, Sheriff. Ich habe das ganze Polizeirevier umgebracht. Dadurch einen ziemlichen Wirbel entfacht. Man wird sich nicht an das erinnern, was wir hier heute Abend sagen. Aber ganz bestimmt an das, was wir tun. Wenn ein Menschenjäger mit einer Plastiktüte über seinen Schädel zieht, lässt er zählen, bis er fast erschlägt. Noch was schlägt er ins Gesicht und dann brech ich ihm sein Gedenk. Das nächste Opfer wird gesucht im Fleck. Wenn einer bricht, dann seh ich ihn durch sein Nackenramme. Mit der Kettensäge ich mich durch, schmetze um alle tödlich zu verletzen. Voll Treffer dem einen Blitz am Bein, die anderen zwei baden in ihren Innerein. Ritter schonen mit Zischen werden Kehlen aufgeschlitzt. Mein Gesicht voller Blut sprit, schatz ich von der Straße in dem Wald hinter ein Gebüsch, wo ich mich versteck als Heckenschütze und töte es mal 20 Menschen. Keine Gnade für die Blitz, was hier seh ich Menschen. Ja, die Mordmethoden seht ihr selbst brutal. Die Gewalt euch viel zu hart, deswegen seid ihr Opfer, die ich suche und mit einem Hammer totschlag. Menschen schreien und rennen, Kommando, Spezialeinheiten reiten ein, doch enden sie alle als Leichen. Mit der Uzi weggerotzte Kadaver verbrennen, zwei Beile auf dem Rücken, Flammenwerfer in Händen. Die eröffnete Jagd auf alles, was lebt, ein Tag, der in die Geschichtsbücher eingeht. Als großer Albtraum für nicht nur einen Stammbaum, Fuchsschwanz in den Hals gehauen, als wär's ein Gartenzaun. Gesehen und gesehen, direkt auf einer Straßenkreuzung. Als nächstes bring ich die knapp 50 Zeugen um. Das stand MG vorgepackt, es ist ein Lieferwagen voll gepanzert mit dem Lager mehrerer Munitionsarten. Verschiedene Rohrbomben, Blend- und Handgranaten. Ist alles verballert, greif ich meinen Titanspaten, um Menkel zu sammeln von Bonzen und Spatzen. Das Klatschen gegen Köpfe als Snare zu basteln. Von Beats, Kettenrasseln benutzt als Percussion im Takt, die wir im Takt gegen Körper schlagen. Starkstromkabel fesseln an beiden Armen, die Beine abgehackt, um Körpergewicht zu sparen. Das Studio, ne alte Lagerhalle, man hat Beats. Todesproduktionen sammeln auf der Straße Free. Für ein Instrumental, Ausleitung Qual. Perfektes Material, Kopf gefickt, aber genial. Herr und dunkel schwarzer Mann, ich lade meine Parker nach. Ich trag die letzte Gasmaske und ihr seid jetzt alle am Tanz. Stipp aber langsam, ich will es genießen. Ich schlag dir deine Kopf und es wird dein Blut fließen. Herr und dunkel schwarzer Mann und keines besser Scheiße, dass ich eine Minute Vorsprung, denn den hast du dir verdient. Beim Teufel hast du deinen Einsatz verdient. Ich bin der Grundfehler von Mutter Natur. Führst du die Sense in deinen Hals? Alter, ich frag nur. Kein Ton, keine Bewegung, so gefällst du mir besser. Du versuchst mich zu dissen und ich werd zum Kriegsverbrecher. Halloween 2000, zeige ich lebe wieder auf. Dachte wie besessen, während ich auf dich niederschau. Die Wege des Herrn sind unerkündlich, meine sie sind geplant. Dauert ihr schon wieder auf und hab dich umgebracht. Mutter gefickte Krieger, was ist los mit euch? Wir gehen auf die Art und lauern auf euch. Ich und die
Gesellschaft hast du. Wie Shetan schon sagt, die siebte Schatten und du Lächeln in den Gassen. Menschen kriegen langsam Panik, traut sich nicht mehr aus dem Haus. Weil Bullets sterben und sie wissen, sie sind nicht mehr sicher. Irgendwann kommen die Killer und dann Ace stirbt, du Fixer. Und die ganze Gesellschaft geht dann drauf, weil wir haben keinen Bock mehr auf die Cops und das System. Stopp die Fassen, fick ihr Leben. Auf den Dächern über Berlin kann man dunkle Schatten sehen. Leise wie ein Assassin und nur in der Nacht zu sehen. Plane ich mein Attentat an die Cops und ihre Stadt. Mach Trigger hinters Fremd und Scheitern, wir sind heute stark. Klar, die Taschen bepackt mit Stich und Schusswaffen. Für den Notfall noch ne Kettensäge, ein Kopf wird heute Schluss machen. Nehm ein Messer für den ersten Kopf, ein Schlagring für den zweiten. Nehmt euch in Acht, locker und klar, es kommen härtere Zeiten. Mir hängt ne Kettensäge, ich muss die Bullensau jetzt cutten. Will nicht einfach draufschlagen, nein, ich will ihn jetzt erhacken. Stück für Stück pack ich ihm in die Tüte und dann ab mit ihm. Die Reste bekommt dann der Hund, denn er hat sich das auch verdient. Ausgeweidet und zerstückelt liegt er vor uns in der Tüte. Die Organe gehen am Fremden, er braucht sie für seine Küche. Guten Appetit, mein Freund, ich hoffe, es schmeckt dir denn auch. Ich weiß, du kannst es sicherlich gebrauchen, deswegen heb ich's auf.